Tiedemann, ehemals Getreidehändler aus Heide-Holstein. Statt Schrot und Korn kauft er jetzt Stars. Genauso erfolgreich. Das zweite wichtige Tourneefoto an diesem Donnerstag. Eine Kreation für die Bild-Zeitung. Alle Künstler zusammen mit dem dicken Laster. Das ist lustig. Sehen die Leser gern, eine branchenübliche Erkenntnis. Die Firma Gauselmann Automaten hat den Merkur-Truck an die Superlive-Show angehängt. Der Veranstalter bekommt dafür Geld. Mikrographie? Probe. Erste Probleme tauchen auf. Schlechte Zimmer. Ein Künstler will schon wieder weg. August gesagt, er wollte nach Hamburg zurück und hätte dir das sofort gesagt. Hätte er mir gar nichts gesagt. Und in der dunklen Kammer kann er nicht leben. Wie sind die Zimmer denn da? Ach, schrecklich, ne? Aber was soll's? Ne? Sind schlimm. Gar keine Frage. Ich kann ja auch kein anderes Hotel. Du hast keine Dusche. Der kommt gerade mal mit seinen dicken Oberschenkeln am Bett vorbei. Ne? Ja, können wir denn noch rauskommen aus dem Vertrag denn da? Können wir denn, dass die eventuellen Heide denn aber ich dachte auch, ihr hättet euch dieses Zimmer vorher angeguckt. Ja, ich kenne die vor ein paar Jahren und da hat nie einer gemeckert deswegen. Und jetzt ist er auf einmal, das ist doch ganz klar. Du stehst mit Florian zusammen. Okay. Arabes ist auch okay, ja? Arabes. Wir sagen alleine. Ja, das ist klar. Bernhard, du mit deiner Freundin, ist auch klar. Was? Kenn ich schon wieder? Schon wieder? Die kennt ihr doch. Das macht ja nichts. Also, Kelly, für dich habe ich doch keinen Tusten morgen besorgt. Macht ja nichts. Ich sehe doch sowieso noch. Christiane ist genau das gleiche, besorge ich auch Bono. Und wen haben wir noch mehr? Christian im Notfall. Oh, das ist schön. Oliver auch noch. Das ist schön. Und Gunnar Denzberg ist mit Augusto und Schleswig mit Carsten Körner. Oh, ganz klar. Die Chefin der Damengruppe Arabesque, Jasmin, aus Freiburg. Sie hat sich ihr Erfolgs-Make-up selbst zusammengestellt. Auf dunkler Bühne leider nicht zu sehen. Wer hat bei Ihnen die Choreografie gemacht? Das mache ich. Machen Sie? Ich habe früher lange Kunst geturnt. Ich habe in der Nationalmannschaft früher geturnt und habe Chess-Ballett gemacht, viele Jahre. Und da war das naheliegend, dass ich das mache. Ich spare mir auch viel Geld. Ja. Und welche Idee steckt dahinter? Was ist so der Gedanke bei diesem... Was wir gestern gesehen haben in der Probe. Bei der Choreografie? Ja, bitte. Ja, das ist so, dass ich einen Titel höre und mir dann spontan irgendwas dazu einfällt. Und daraus entsteht dann eine Choreografie. Das sagt dann die eine, du, den Schritt, der gefällt mir überhaupt nicht. Lass uns was anderes machen und dann lasse ich mir eben was anderes einfallen. Aber im Grunde ist es so, dass man die Musik hört und dann spontan etwas dazu einfällt. Ja. Aber das ist trotzdem viel Arbeit. Früher waren es 2 Tage, heute geht es manchmal ein bisschen schneller. Aber meistens dauert es etwas länger. Aus deutschen Landen hier auf die Bühne. Sandra, Jasmin und Michaela mit ihrem Titel Mariko Bay. Arabesque! Der Titel ist eine Sensation, verspricht die Presseabteilung der Firma Metronom. Die Choreografie hat bestimmt 2 Tage gedauert.
das in einem Wort sagen, wie man sich selber klassifiziert? Was denn? Unterhaltungsmusik würde ich sagen. Ja. Also Popmusik. Wir versuchen, die Leute mit unserer Musik zu unterhalten, nicht irgendwelche Probleme zu besingen, sondern einfach ganz normale Unterhaltungsmusik zu machen. Den Leuten ein bisschen Freude bringen, wenn der Alltag eh zum Teil schon recht mies abläuft. Dann wollen wir den Leuten ein bisschen Freude ins Haus bringen. Warum ist das Publikum so begeistert? Wir haben nicht einen gehört, der gemeckert hat. Alle sind sehr zufrieden. Auch Bürgermeister und Kurdirektoren sind begeistert. Warum? Weil es einfach eine absolut Top-Show ist, meiner Meinung nach. Mit Top-Künstlern, alles gut organisiert, die läuft tadellos ab. Und deshalb bin ich der Meinung, dass auch die Leute das merken und davon begeistert sind. Ja, das Hotel. Viel zu selten bei der 15.000 Kilometer Tour. Endlich Zeit für die Lesemappen. Tipps für das Sommer-Make-up. Brigitte Blitz-Diät. Die schlanke Linie. Darauf müssen Künstler achten. Botschaft für zu Hause. Alles andere des Programms darf man getrost vergessen. Und beim Finale jeder Show erweist sich der Hosenfabrikant doch als großzügig. Jeans-Taschen mit T-Shirts werden unters Volk gebracht.